Wir schieben jetzt keine ruhige Kugel, sondern eine Kugel mit einer Krone drin. Die 1Live-Krone, der begehrteste und wichtigste deutsche Radiopreis, ist am Abend in Bochum verliehen worden. Über 1 Million 1Live-Hörer haben online abgestimmt für ihre Lieblingskünstler. Der Sänger Crow bekam die Krone in der Kategorie Bestes Album. Kraftklub wurde als beste Band ausgezeichnet. Sido und Andreas Burani bekamen für Astronaut den Preis der besten Single. Und KIZ wurden als bester Live-Act gekrönt. Namika, die gestern Morgen noch hier bei uns war, ging leider leer aus. Denn sie hat gewonnen, die sich echt ein Loch im Bauch gefreut hat. Lena! Keine freut sich so ausgelassen wie Lena. Von den Hörern zur besten Künstlerin des Jahres gewählt. Ohne Scheiß, ich freue mich so, so sehr. Vielen, vielen Dank. Es ist bereits die dritte Krone für die Sängerin. Für mich sind Preise generell einfach wichtig. Man hat in dieses Projekt, in das Album, in den Song so viel Arbeit und Schweiß und Energie und Kraft gelegt, dass es einfach was ganz Tolles ist, wenn man dafür ausgezeichnet wird. Eher überrascht als euphorisch, Materia. Der Rapper gewinnt die zweite Krone in Folge, dieses Mal als bester Künstler. Ja, Wahnsinn. Ein harmonischer Abend. Es ist die Weihnachtsfeier der Musikbranche. Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. Politische Botschaften, Fehlanzeige. Bis zum Auftritt von Caroline Kebekus. Die 35-Jährige freut sich über die Auszeichnung in der Kategorie Comedy aus einem speziellen Grund. Also normalerweise kriege ich Preise, die sind so für eine Frau ganz lustig. Aber der scheint ja jetzt tatsächlich geschlechtsübergreifend zu sein. Und ich weiß, es sollte eigentlich noch kein Thema mehr sein, aber ich werde immer noch Sachen gefragt, das kann sich kein Mensch vorstellen. Geschlechtsübergreifend wird auch der Sonderpreis vergeben. Dieses Jahr an Fettes Brot. Für 20 Jahre fette Musik. Und nicht nur auf der Aftershow-Party, sondern auch im Netz ging es natürlich ab, wo übrigens auch Fotos der Aftershow-Partys gepostet worden sind. Gerald Asamoah, alter Fußballfreund hier vom ARD Morgenmagazin, heute bei der 1Live Krone mit Nelson Müller, der ja nicht nur Koch ist, sondern auch vor allen Dingen Soul-Sänger. Hier posten mit der Gewinnerin Lena. In der Mitte haben sie genommen, die zwei. Und dann, na komm, wieder zurück, haben wir, hallo, dann das hier, Gruppenfoto ohne Dame, ist gepostet worden mit Instagram bei Rapper Casper, zusammen mit Kraftklub KIZ und Rapper Materia oder Materia, das wird ja so oder so ausgesprochen, das sind viele, viele Gewinner auf einem Foto und Bianca Hauda als Live-Reporterin schreibt, letzte Schalte aus dem Bad, gute Nacht, und das ist gepostet worden, ich gucke nochmal nach, 4.49 Uhr. Sieht gut aus, aber das wird jetzt mit der Nacht, ich würde mal sagen, die schläft noch. Liebe Grüße.